Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, heute gucken wir uns mal Rechtecke an. Sehr große Rechtecke und auch mit einem bestimmten Grund. Denn wir wollen heute mal herausfinden, wie viele Galaxien es im Universum gibt, im sichtbaren Universum. Das, was ihr hier seht, das ist ein Rechteck, bestehend aus insgesamt 20 Millionen zufällig verteilter Punkte. Mit einer Kantenlänge von 10.000 mal 10.000 Pixel. Das entspricht einem Zehntausendstel aller Galaxien, die in unserem sichtbaren Universum existieren. 20 Millionen Punkte. So, und wenn wir jetzt mal hier reinzoomen, dann wird euch bewusst, wie viel 20 Millionen Galaxien sind. Wohlgemerkt ein Zehntausendstel von allen Galaxien im sichtbaren Universum. Das heißt also, je weiter wir hier reinzoomen, desto mehr sehen wir natürlich. Und irgendwann mal wird es auch ein bisschen unangenehm. Ja, darum machen wir das auch nicht allzu lange. Jeder dieser Punkte hier ist eine Galaxie. Im Übrigen auch durch eine Zufallsverteilung sehr schön annähernd oder sich annähernd an die Großstrukturen im Universum. Ja, das heißt also 20 Millionen Galaxien, die wir hier simulieren, eben durch Bildpunkte in einem sehr großen Bild. Das ist, wie gesagt, ein Zehntausendstel. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken wollen, wie ja, das Ganze aussieht, dann müssen wir natürlich nochmal was machen. Wenn das, was wir gerade gesehen haben, 20 Millionen Galaxien sind und die nur ein Zehntausendstel des gesamten überblickbaren Universums darstellen, dann müssen wir das Ganze natürlich auch nochmal 100 mal 100 nehmen, damit wir 10.000 dieser Rechtecke haben. Wohlgemerkt, in diesem einen Rechteck hier befinden sich unsere 20 Millionen. Das lässt sich natürlich jetzt nicht mehr visualisieren mit Photoshop, weil dann haut das Ding einfach, ja, macht eine Grätsche. Ich habe es auf verschiedene Arten und Weisen versucht, aber das ist so jetzt die gängigste Möglichkeit, das Ganze zu erklären. Das heißt also, in diesem Rechteck haben wir 20 Millionen, das ist das, was wir gerade gesehen haben, hier mit den einzelnen Punkten. Ja. Und ja, dann haben wir eben hier unser Rechteck in einem noch größeren Raster. Das sind eben dann unsere 10.000 Rechtecke, die wir hier sehen. Ja. Das heißt also, das ist schon brutal. Ne? Unglaubliche Dimensionen, die unser Universum hat. Aber vielleicht gucken wir uns ganz kurz auch nochmal an, ein anderes Thema. Na, wir haben ja hier den Laniakea Supercluster. Das ist eines der Großstrukturen oder eine der Großstrukturen in unserer Umgebung. Und, oder besser gesagt, wir sind ein Teil davon. Unsere Milchstraße ist in diesem Cluster auch mit drin. Das ist eine Superstruktur, bestehend aus 100.000 Galaxien. Mit einem Umfang, Ausdehnung von 500 Millionen Lichtjahren. 500 Millionen Lichtjahre. Und dabei ist er noch nicht mal der größte. Ja, es gibt also noch größere Supercluster. Aber 100.000 Sterne. Wie muss man sich jetzt 100.000 Sterne vorstellen? Nun, das ist eigentlich relativ einfach. Wir nehmen wieder unser Rechteck vom Anfang. 20 Millionen. Ja, und gehen hier mal rein. Und das hier ist der Bereich, der 100.000 Galaxien umfasst, in unserem Rechteck mit 20 Millionen. Ja, das heißt also, wir haben hier eine sehr schöne Übersicht dessen, wie groß dann auch oder wie viele Galaxien denn 100.000 Galaxien darstellen. Wenn der Rest natürlich jetzt gelöscht ist, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Also unser Rechteck 20 Millionen. Und hier eben der kleine Ausschnitt Laniakea Supercluster mit einer Ausdehnung von 100.000 oder besser gesagt einer Anzahl von 100.000 Punkten. Das heißt also, jeder dieser Punkte, den ihr hier seht, ist eine Galaxie im Laniakea Supercluster. Also wohlgemerkt gepresst auf eine 2D-Fläche. Ne? Weil in der dritten Dimension wird es ein bisschen schwierig, vor allem mit Photoshop, um das Ganze darzustellen. Faszinierend, ne? Man stellt sich so diesen Laniakea Supercluster immer vor, vor allem wenn man die Visualisierungen hier immer sieht, dass das in irgendeiner Form schon irgendwie so aussieht, ne?
Aber so richtig vorstellen kann man sich nicht darunter, was 100.000 Galaxien eigentlich sind. Na, das heißt also, diese Großstruktur besteht eben aus dieser Anzahl an Galaxien. Und all diese Galaxien, die in dieser Superstruktur drin sind, die haben wir hier oben in einer 2D-Fläche als Bildpunkte, ja? Zufällig verteilt. Das ist brutal, meine Lieben. Ja? Und die generelle Größe des Universums ist so absolut phänomenal, dass wir keine Chance haben, uns das irgendwie vorzustellen. Es ist unmöglich. Selbst wenn wir das visualisieren, wenn wir sagen, okay, wir haben hier 20 Millionen Galaxien visualisiert als Punkte auf einer Fläche und wir können dann unter anderem auch noch sagen, pass mal auf, machen wir das Ganze dann einfach nochmal ein bisschen größer, damit man dann weiß, okay, also ich brauche dann diese 20 Millionen dann nochmal 10.000 Mal, damit ich alle Galaxien, ja, wohlgemerkt von denen wir wissen, und die Galaxien, über die wir hier sprechen, also auch in diesem großen Rechteck oder Quadrat, Entschuldigung, das sind Galaxien, die alle ungefähr die Größe der Milchstraße haben, weil das ist das, was wir wirklich sehen. Ne? Also kleinere Galaxien sehen wir gar nicht. Und das ist absolut, ja, da haut's dich weg. Als ich heute das gemacht habe, weil ich das einfach mal machen wollte, weil ich mir überlegt habe, Mensch, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, das irgendwie zu visualisieren? Ja? Es ist ja immer schwierig, vor allem im Low-Budget-Bereich bei mir. Na, das heißt also, wenn du keine große Produktionsfirma hast, wie willst du sowas darstellen? Aber das, was ihr hier seht, das ist schon absolut faszinierend. Na? Ich mag gar nicht immer so weit reinzoomen, sondern ich mag diesen Brei aus Galaxien. Denn im Grunde genommen ist es so, wenn wir jetzt, könnten wir in den Nachthimmel gucken und hätten bessere Augen, dann würden wir das hier sehen. Ja? Gut, Sterne wären wahrscheinlich ein Problem, weil die dann so viel Licht produzieren, na, dass wir dann trotzdem nichts mehr sehen. Aber das hier ist quasi das, was dort draußen existiert, an Galaxien. Das sind keine Sterne, die Punkte, die hier visualisiert sind. Das sind Galaxien. Und jetzt müsst ihr ja eins verstehen. Jede dieser Galaxien, die wir hier in diesem Raster haben, hat mindestens 100 Milliarden Sterne. Und mindestens 100 Milliarden Planeten. Das ist, kannst du dir nicht vorstellen. Es gibt so viele Sterne im Universum, wie es Sandkörner auf der Erde gibt. Also das ist unfassbar. Und das ist aber auch eine vorsichtige Schätzung. Weil, wie gesagt, der sichtbare Bereich des Universums ist der Bereich, bei dem wir wissen, und davon ausgehen können, dass das Licht uns irgendwann mal erreichen wird. Oder dass wir das jetzt mit unseren Teleskopen sehen können. Aber darüber hinaus gibt es ja noch weiter mehr und größer Universum. Also das ist schon etwas absolut Faszinierendes. Ich hoffe, ich konnte auf diese Art und Weise vielleicht ein bisschen zeigen, wie gigantisch das Ganze ist. Das ist mit Sicherheit nicht das beste Video, was ich jemals gemacht habe, ja, aber es ist ein Video, was einem zum Denken anregt, vor allem bezüglich der riesigen Strukturen, die da draußen existieren und vor allem auch der Menge an Galaxien, die alleine im sichtbaren Universum existieren. Und jede dieser Galaxien hat 100 Milliarden erdähnliche Planeten. Also, es ist keine Frage, ob es da draußen Leben gibt, sondern die Frage ist, wie viel. Und das wird auch so sein, dass wir irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, einen Hinweis bekommen werden, dass da draußen Leben existiert. Wobei wir natürlich von diesen ganzen Galaxien, die da draußen existieren, also selbst diese 20 Millionen in unserem kleinen Rechteck hier, nie etwas mitbekommen werden, weil die Technologie wahrscheinlich nicht existiert, dass wir die bereisen können. Na? Also es gibt einen Cheatcode. Wie ich immer so schön sage. So, meine Lieben, das war es jetzt mit einem Versuch der Visualisierung. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, vielleicht ist es auch nur für mich gut, weil ich die ganzen Bilder immer wieder angeguckt habe, ne, und aber nicht wirklich angefangen habe zu zählen. Also ich gehe mal davon aus, dass es 20 Millionen Punkte sind. Dafür gibt es einen Logarithmus, der das erledigt. Und eins mehr oder weniger macht das Kraut in dem Fall nicht fett. So, meine Lieben, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.